Die Menschen sind sehr viel unglücklicher, als man denkt. Wir müssen uns der grundlegenden Frage nach dem Sinn des Lebens stellen. Der Frage nach unserer Einsamkeit. Wir müssen uns alle der Unausweichlichkeit des Todes stellen. Ich arbeite nun seit über 50 Jahren als Psychotherapeut. Ich begann meine Ausbildung bei einer freudianischen Analytikerin. Sie war eine stumme Projektionsfläche. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein wirklich schlechtes Modell für Psychotherapie. Als ich einen Ruf an die Stanford University bekam, fing ich sofort an, Vorlesungen über die Gruppentherapie zu halten. In der Therapie versteht man, das, wovor man sich fürchtet, kennt jeder. Man ist nicht so anders. Es ist wie Willkommen unter den Menschen. Wir alle wollen uns vereinigen und paaren. Das einsame Ich in einem Wir verschmelzen. Beim Mann ist 2,5-mal mehr Gehirnmasse dem Sexualtrieb gewidmet als bei der Frau. Das wäre, als würde man sagen, dass Männer Frauen nicht wirklich lieben können. Ich würde dich nie loswerden wollen. Das ist wahr. Liebe ist nicht nur eine Leidenschaft zwischen zwei Menschen. Wir sollten versuchen, so zu leben, dass wir beim anderen immer etwas Neues entfachen. Ein guter Therapeut bekämpft die Dunkelheit und sucht nach Erleuchtung. Ich sehe mich als Reiseleiter auf dieser Reise der Selbsterforschung.